wechseln den Blick, die Blickrichtung und die Perspektive gleichsam. Wir haben eine neue Sektion Politik und Ethik des Sehens, die uns heute den Rest des Tages über beschäftigen wird. Und als wir die Tagung konzipiert haben, war es für uns völlig klar, dass wir ohne diese Perspektive nicht auskommen würden. Wir wollten keine rein naturwissenschaftlich oder rationalistisch sozusagen oder rein rationalistisch ausgelegte und analytische, scientifische Tagung machen. Und was liegt da eigentlich näher und was ist wichtiger, als gleichsam wirklich diesen Perspektivwechsel zu vollziehen und das Auge nicht als vorgelagerte Station, sozusagen als Außenstelle des Gehirns zur sinnlichen Welt zu betrachten, sondern umgekehrt das Auge einmal in seiner Aktivität zu sehen. Dass das Auge eine Macht, eine Fähigkeit hat, nicht nur Dinge wahrzunehmen, also etwas zu rezipieren und zu verarbeiten, sondern zugleich durch das Blicken selbst etwas auszustrahlen, etwas auszuüben. Und da kommt einem natürlich sofort die bekannte Geschichte des Evil Eye oder des Malocchio, das aus Italien und in Europa sozusagen ja gebräuchlicher ist, in den Sinn, weil dieses Phänomen ja über sehr viele Kulturen sehr weit verbreitet ist und das bis heute. Und selbst wenn wir als Mitteleuropäer, die durch die Aufklärung gegangen sind, vieles davon für Hokuspokus halten, sozusagen, ist es doch so, dass viele Menschen auch noch daran glauben und das weiter verbreitet ist, als wir eigentlich annehmen und vielleicht für wahrhaben wollen. Und ich habe aus dem wunderbaren Buch von Christian Breuer, der vor Ihnen steht, und das jetzt gerade in diesem Jahr erschienen ist, das ist also gleichsam, finde ich, das wichtigste Buch, was in den letzten 75 Jahren zum Thema erschienen ist. Kurzes Schwind. Ja, wir haben gesucht und ich habe recherchiert. Und die großen kulturwissenschaftlichen Analysen des Malocchio selbst stammen vom Ende des 19. Jahrhunderts. Es gibt eine englische Publikation, ja. Es gibt auch eine frühe, ich meine, Tote können wir schlecht zu unserer Tagung einladen, obwohl sie natürlich in vielfältiger Weise, wie wir immer wieder merken, anwesend sind und wichtig sind. Sie schauen uns sozusagen zu, aber es gab also praktisch niemanden und ein großer Glücksfall war, dass wir sie entdeckt haben, das will ich wirklich sagen und vor allen Dingen, dass ich auch wir in Besitz dieses Buches gekommen sind als Öffentlichkeit, wo also wirklich eine der größten umfassenden Geschichten des Blicks unter dieser Perspektive des aktiven Blicks niedergelegt ist. Gut, so viel zur Vorrede, den Rest über Redner und Thema so ein bisschen finden Sie am Abstrakt und in unserem Heft und ich übergebe Ihnen einfach das Wort jetzt. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Kross, vielen Dank für diese wirklich sehr, sehr tollen Worte und vor allem auch für die Einladung, die mich tatsächlich sehr, sehr freut. Also ich habe es gerade gesagt, also ich könnte mir keinen besseren Rahmen vorstellen, auch da meine Forschungen, Ideen oder auch meinen Aberglauben sozusagen hier ein bisschen vor Ihnen auszubreiten und zu präsentieren. Vielleicht sollte ich ganz kurz dazu sagen, wie ein in Berlin lebender Österreicher überhaupt zu seinem doch etwas vielleicht abseitigen oder ungewohnten Thema kommt, ja, was ja doch eher mehr im Mittelmeerbereich verortet ist. Also, ich bin mit 18 Jahren schon das erste Mal nach Sizilien, insbesondere nach Palermo, gereist und war komplett im Wortsinn fasziniert, also von dieser Kultur und auch von dieser Stadt. Und ich wusste, dass ich da später mal auch wissenschaftlich etwas, wenn möglich, damit machen möchte. Und ich habe damals in Wien an der Universität Philosophie und Theaterwissenschaften studiert. Und als es dann darum ging, ein Diplomarbeitsthema zu finden, ja, ist mir sofort wieder dieses Palermo und Sizilien in den Sinn gekommen und ich wollte da irgendetwas arbeiten, forschen. Ja, nur ich hatte jetzt keine zündende Idee. Und irgendein Professor hat mir irgendwann dann mal gesagt, wieso arbeiten Sie eigentlich nicht über den bösen Blick? Ja, und das war dann tatsächlich die Initialzündung und dann bin ich wieder nach Palermo, habe dann ein Stipendium auch bekommen und da habe ich dann 2,5 Jahre gelebt, auch mit zwei Freunden zusammen einen Kulturverein gegründet und waren eigentlich auch die, kann man sagen, damals, Anfang der 90er Jahre war das, ist schon relativ lange her, waren wir fast die Ersten, die im Zentrum, also in der Vucciria, im ältesten Teil der Stadt, das auch bis heute immer noch eigentlich der verkommenste und kaputteste Teil ist, ja, haben wir da Kulturveranstaltungen auch versucht zu organisieren und habe mich dann auch ein bisschen so durchaus im Sinn von Feldstudien auch in dieses Malocchio-Thema dann hineinbegeben und da meine Forschungen begonnen.
die Idee war dann, dann habe ich meine Diplomarbeit in Wien schon zu diesem Thema verfasst und die Idee war dann gleich eine, in Wien eine Dissertation auch zum Thema anzuschließen und bin dann 97, 98 ein halbes Jahr nach New York gegangen, weil mich das dann sehr interessiert hat, zu untersuchen sozusagen, inwiefern gibt es Veränderungen oder auch Kontinuitäten, also in der italoamerikanischen oder siculoamerikanischen Gesellschaft, ja, weil natürlich die, diese italienischen Emigrantengruppen oftmals auch ein ganz altes Süditalienisch zum Beispiel bewahrt haben, ja, um sich diese Heimat zu bewahren. Und natürlich sind dieser Aberglaube, also der natürlich bis heute gerade in Süditalien sehr, sehr stark ist, aber der ist auch in diesen Italo- oder Siculo-amerikanischen Communities bis heute sehr, sehr stark verbreitet. Und die Idee war dann ein wenig die Differenz zu untersuchen, ja, zwischen dem ursprünglichen originalen Aberglauben oder Glauben an den bösen Blick in Italien und den Änderungen, die das dann in Amerika erfahren, aber das war dann etwas zu kompliziert. Und ich habe aber immer, über die ganzen Jahre eigentlich immer gesammelt an Material, was gibt es so alles. Ja. Und dann bin ich 2007 nach Berlin gezogen und da gibt es ja den, oder gab es, muss man sagen, den Dr. Macho am Institut für Kulturwissenschaften an der Humboldt-Universität und dachte ich mir, irgendwann ist mir eingefallen, jetzt, das ist doch eigentlich dein Mann, das ist jetzt nicht, weil er auch Österreicher ist, sondern ich dachte, der hat auch so einen breiten Zugang, ja, und der könnte doch das vielleicht doch betreuen. Ja. Und das habe ich ihm dann vorgestellt und er war gleich begeistert. Und wie gesagt, und das Ergebnis ist eben dieses Buch, was Herr Gross schon gesagt hat, das jetzt vor einem Jahr bei Cadmus erschienen ist. Und das versteht sich eigentlich, also es hat fast 600 Seiten, als tatsächlich als so ein großer Schmöker, ein Reader oder ein Lesebuch, ein Kaleidoskop, ein Panoptikum, ja, des Blicks, des begehrlichen Augenblicks. Also das nur so zur Vorgeschichte. Und ich habe ja mir meine Amulette auch mitgebracht, weil es ist ja auch alles ein teilweise lustiges, aber auch durchaus ernstes Thema. Ich weiß nicht, inwieweit man die erkennen kann hier. Also die kann man, das sind natürlich jetzt billige Plastikimitationen. Ja, die kann man in gerade Süditalien, Neapel ist ja auch so ein Hotspot des Aberglaubens, ja, bis heute kann man die eigentlich überall kaufen. Und ich werde da kurz was dazu sagen, weil allein anhand dieser Amulette kann man schon sehr gut die Funktionsweise des Blicks darstellen. Also das Bekannteste, das kennen Sie wahrscheinlich alle, das ist einfach es sind also fast alle Amulette, und da werde ich später noch darauf eingehen, womit das zu tun hat, sind phallischer Natur, interessanterweise. Also hier ist unschwer zu erkennen, das ist einfach ein Horn oder Cornicello auf Italienisch, ein kleines Hornhörnchen. Und die sind ursprünglich, wurden die aus Korallen gefertigt, deswegen auch diese rote Farbe, und sind jetzt halt billige Plastikimitate, die man als Schlüsselanhänger verwenden kann, oder auch, ich hatte es, als ich ein Auto noch hatte, so am Innenspiegel, das ist sehr beliebt, weil das einen dann natürlich auch im Straßenverkehr dauernd schützt, ja, vor neidischen Blicken oder vor Übel. Ja. Und das gibt es natürlich auch in ganz groß. Ja. Das ist natürlich immer, je größer, desto besser. Ja. Also man hat, und das berichtet Stendhal schon in seinem Reisebericht aus Neapel, dass, also er hat entdeckt teilweise, dass die Neapolitaner sich richtige Ochsenhörner, ja, also die richtig groß sind auf den Tischstellen, ja, oder in den Eingangsbereich ihrer Häuser, um diesen Blick sozusagen gleich zu kanalisieren oder auch damit abzuwehren. Ja. Das zweite hier, das ist auch interessant, das ist wahrscheinlich auch bekannt, die sogenannte Mano Cornuta, also die gehörnte Hand, was natürlich auch wieder so ein doppeltes Phallus-Symbol ist, ja, und natürlich auch diese bekannte obszöne Bedeutung hat. Ja. Die aber, interessanterweise, ist dieses Zeichen dann auch, lustigerweise auch über einen Italoamerikaner, ist das, nämlich hat das in der Heavy-Metal-Szene dann auch als eine affirmative Geste hat das Eingang gefunden in die Heavy-Metal-Szene. Und das war, wenn ich richtig informiert bin, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber vielleicht kennt ihn wer von Black Sabbath. Und da gibt es so einen Italoamerikaner, und der hat das wirklich als Malok, haben die das dann bezeichnet. Also so eine bisschen Verballhornung des italienischen Wortes Malocchio. Und verwenden das eigentlich aber eben als eine positive, affirmative Geste. Und ich werde dann, falls die Zeit noch ist, am Ende meiner kurzen Präsentation noch ein paar Bilder zeigen, wo man sieht, welche Leute auch dieses obszöne Zeichen sonst noch gemacht haben. Und man verwendet das wirklich in Italien, also man sollte da sehr vorsichtig sein, ja, weil das ist wirklich eine sehr schlimme Geste. Also wenn man das macht, gerade als Mann, einem anderen Mann gegenüber, ja, da ist also ein Problem vorprogrammiert. Ja. Und man kann tatsächlich also direkt gegen die Augen des anderen, ja, diese Hand, also meistens wird das dann tatsächlich so gemacht, und das, also in Neapel kann man das durchaus oft erleben. Und das Interessanteste aber ist dieses Figürchen, vielleicht kann ich das auch durchgeben, dass man sich das
genauer ansehen kann. Das ist ein Buckliger, man sieht das hier, das ist eigentlich sein wichtigstes Attribut. Also auf Italienisch ein Gobbo, also der wird einfach als Gobbo bezeichnet, der Bucklige. Und das ist so quasi, man könnte sagen, wie so eine phallische Redundanz am Rücken oder eine phallische Verdoppelung, ja? Weil man natürlich den Buckel sozusagen einfacher berühren kann, ja? und um sich des Glücks zu versichern. Und das Interessante ist, es stand bis, das zitiere ich auch in meinem Buch, bis ins 20. Jahrhundert hinein vor dem Spielcasino in Monte Carlo, stand so ein Buckliger, also ein lebender Buckliger, und die Spieler vor Betreten des Casinos, ja, haben diesen Buckligen über seinen Buckel gestrichen, ja, um sich des Spielglücks zu versichern, und ihm dann ein paar Münzen gegeben. Ja, und so hat er auch sein Auskommen gefunden. Der ist aber besonders interessant, weil er eben vier Features sozusagen, also vier Eigenschaften gegen den bösen Blick vereint. Also erstens der Buckel, dann hier sieht man schon das Hufeisen, was natürlich auch hier in Deutschland überall als apotropäisches Mittel oder als Amulett bekannt ist. Ja. Dann hier wieder das bekannte Horn, ja, das, aus dem der Ganze quasi herauswächst, und man sieht es hier, er macht auch hier so diese Manokon-Nota wieder. Ja. Also der vereint wirklich vier Eigenschaften, und ich kann das gern durchgehen, aber bitte nicht stehlen, weil das natürlich... Und es ist auch wirklich... Also die Italiener sagen zwar non è vero, ma ci credo, also es ist nicht wahr, aber dennoch glaube ich daran, dass er ein bisschen an die Position des Fetischisten auch erinnert. Ja. Aber das heißt, es ist immer dieser Diskurs über den bösen Blick, ja, der ist immer in semiserio, wie die Italiener sagen, also halb lustig, halb ernst. Ja. Also und dieses Lachen darüber, ja, das hat auch eben diese kathartische, befreiende Funktion und ist weniger ein Hinweis, dass das etwas Lächerliches ist oder ein zu verwerfender Aberglaube, sondern vielmehr im Gegenteil, ja, es zeigt die Bedeutung und die Ernsthaftigkeit dieser ganzen Sache, ja, dass man eigentlich immer noch sich diesen Ausweg lassen kann. Ja. Es ist eh alles nicht so ernst gemeint, aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, dann sind wir sehr wohl überzeugt von dieser Sache. Ich möchte jetzt nur noch mal ganz kurz zurückgehen, wie ist das sozusagen historisch auch eingebettet, dieses Phänomen, und wie Herr Grosse auch schon gesagt hat, in der klassischen Philosophie und auch insbesondere im deutschen Idealismus galt ja natürlich, dass das Auge als das Fenster zur Seele und das Sehen als der edelste aller Sinne, ja. Theorie bedeutet, haben wir gestern auch schon gehört, betrachten, anschauen, also es gibt ja keine Theorie ohne das Betrachten, Erkenntnis, auch im philosophischen Sinn passiert natürlich auch ganz maßgeblich, ja, über das Sehen, und so hat sich natürlich das Subjekt als ein vermeintlich autonomes, denkendes Subjekt situiert und auch definiert, indem es sich so über den vermeintlich neutralen Gesichtssinn die Welt erschließt. Nur wurden da eben zwei maßgebliche Dinge vergessen. Erstens, dass die Welt, sozusagen die Objekte, zurückblicken. Ja, das heißt, dass sozusagen diese Bedeutung des Blicks des anderen, was man ja auch schon etymologisch am Wort Subjekt, ja, feststellen kann, haben wir auch schon gehört, Subjekt bedeutet unterworfen, also das Unterworfene, und wem ist das Subjekt unterworfen, wenn nicht eben diesem Blick des anderen, ja, der das Subjekt ja zugleich wieder konstituiert oder eben auch bedroht, das werden wir später noch hören. Und zweitens wurde auch unterschlagen von dieser klassischen philosophischen Betrachtung, dass unser Auge alles andere als ein neutrales Organ ist, sondern im Gegenteil, dass das allerbegehrlichste Organ, das wir überhaupt haben. Ja? Also diese zweite Idee, ja, was Sie auch schon, Herr Gross, kurz erwähnt haben, das öffnet natürlich direkt den Weg zu den ganzen magischen Aspekten des Blicks und natürlich auch bis hin zum bösen Blick. Und da gibt es so über diese begehrliche Tendenz des Auges gibt es eine sehr schöne Geschichte über Alexander den Großen aus der Agada, also aus der erzählenden rabbinischen Literatur. Und als der am Weg nach Hause, nach Mazedonien, kam er an den Toren des Paradieses vorbei. Ja, und er hat Einlass begehrt, wollte, dass diese Tore sich öffnen, ja, um ins Paradies zu gelangen. Stattdessen ist aber nur ein einzelner Augapfel ist ihm entgegengerollt, ja, aus diesem Tor heraus. Ja. Und er hat diesen Augapfel dann mit nach Hause genommen, nach Mazedonien, wusste nicht, was die Bedeutung dieses Augapfels sein sollte. Und er hat dann sozusagen den Augapfel auf
auf eine Seite der Waage gelegt und auf die andere Seite seine ganzen Reichtümer. Er hat probiert, dieses Auge aufzulegen. Und egal, was er sozusagen auf die andere Seite gelegt hat, das Auge hat sich immer als schwerer erwiesen. Er hat sein ganzes Gold, seine ganzen Streitwegen, seine ganzen Besitztümer, alles, das Auge war immer schwerer. Und erst, als er sozusagen ein etwas Staub auf die andere Waagschale gelegt hat, ist die Waagschale runtergegangen. Und dieser Staub hat sich dann als schwerer erwiesen als das Auge. Und er hat dann nicht verstanden, was das soll, und hat seine Weisen befragt. Und die meinten dann eben sozusagen, erst mit deinem Tod erlischt dein Begehren. Und bis solange du lebst, begehrst du mehr und mehr. Und deswegen dieses Symbol, es ist auch ein schönes Memento Mori natürlich. Deswegen erst also mit unserem Tod erlischt dieses andauernde Begehren, dass wir sozusagen über den Blick äußern. Ich könnte jetzt vielleicht, könnt ihr die Grafik zeigen? Nur mal am Anfang noch kurz, das sieht vielleicht ein bisschen verwirrend aus, ist es auch, aber ich habe trotzdem versucht, so den Mechanismus, also wie ich mir die Funktionsweise des bösen Blicks vorstelle, in einer Grafik darzustellen. Also man sieht schon, man kann das auch doppelt verstehen, also hier sieht es auch aus wie ein Auge außenrum, und das wäre dann quasi die Pupille, beziehungsweise meine Idee war, ich habe da jetzt nur 1, 2, 3, 4 Blicke eingezeichnet. Also dieser äußere Kreis wären quasi die Blicke, die auf das Auge auftreffen in der Mitte. So, und dann sieht man was sehr Eigenartiges, dass da nämlich in der Mitte und links das Wort Faszinum steht. Und das ist eigentlich, das Wort Faszinum ist eigentlich der Knotenpunkt dieser ganzen Diskussion und dem bösen Blick. Natürlich merkt man sofort, unser Wort Faszination stammt direkt von diesem Wort Faszinum, und das kann man in jedem Lateinwörterbuch nachsehen. Die Bedeutung des Wort Faszinum ist zweifach. Es bedeutet nämlich einerseits der böse Blick und andererseits, überraschenderweise vielleicht für Sie, den Phallus. Man kann sich jetzt fragen, wieso. Ich habe schon erzählt, dass die allermeisten Amulette gegen den bösen Blick phallisch konnotiert sind, nach dem alten magischen Grundsatz, similia similibus curentur, also das Gleiche soll mit Gleichem geheilt werden. Und andererseits ist natürlich der Blick, insbesondere der böse Blick, natürlich auch selbst phallisch konnotiert. Also das kann man bis in die Alltagssprache hinein natürlich verfolgen, wenn man gerade als Frau zum Beispiel in der U-Bahn über Gebühr fixiert wird von einem fremden Mann vielleicht und auch zu lange. Und dann spricht man ja geradezu von penetrierenden Blicken. Also das sozusagen Blicke des anderen sozusagen meinen Körper tatsächlich verletzen oder tatsächlich sozusagen auf ungebührliche Art in meinen Körper eindringen. Und die dritte Variante mit diesem Phallus ist natürlich, dass sie bei Medusa, also der versteinernde Blick, das natürlich auch ein klassischer böser Blick ist, also der böse Blick macht uns ja quasi selbst auch zu einem Phallus. Also wir versteinern, wir werden zu einer Bildsäule, und können uns eigentlich nicht mehr bewegen und werden sozusagen durch den bösen Blick, dann könnte man das weiterspinnen, wiederum selbst zu einem Amulett gegen den bösen Blick. Und deswegen ist das Faszinum hier auf beiden Seiten eingezeichnet. Also einerseits ist es dieser begehrliche Blick, deswegen habe ich hier Begehren dazu geschrieben, weil meine Idee des bösen Blicks, um das etwas auszuweiten, also ich beschäftige mich nicht nur mit dem bösen Blick im engen, traditionellen, abergläubischen Kontext, sondern für mich ist einfach der böse Blick eine Sonderform des begehrlichen Blicks. Deswegen ist das hier das Begehren eingezeichnet, das dieses phallische Element hat und das auf das Auge trifft. Und wieso Auge und Phallus? Das ist auch eine alte Gleichung, die ja auch natürlich Freud schon aufmacht mit der Ödipus-Geschichte. Also das ist ja klar. Also Freud sagt ja, dass die Blendung eine Ermäßigung der Kastration darstellt. Also das kann man ja ganz klar im Ödipus-Mythos nachvollziehen, dass sich Ödipus nach Entdeckung der schrecklichen Wahrheit, dass er eben seine Mutter geheiratet und seinen Vater ermordet hat, blendet sich, anstatt sich zu kastrieren. Oder bei Samson kann man das auch wunderschön feststellen. Durch die Blendung und das Abschneiden der Haare verliert er dann sozusagen seine Manneskraft. Das ist tatsächlich so eine Parallelisierung. Und dieser begehrliche Blick droht, deswegen habe ich die Kastration so eingezeichnet, weil das natürlich symbolisch zu verstehen ist, also nicht im Sinn natürlich einer tatsächlichen Kastration, aber droht dem Auge bzw. diesem angeblickten Menschen mit Kastration. Und warum steht dann unten Invidia, das habe ich noch nicht erklärt,
der böse Blick, und das wäre eigentlich der zweite, neben dem Fallos wäre das der zweite entscheidende Begriff, Invidia, der Neid. Ja? Und dann sieht man ja schon, dass also im Lateinischen und Italienischen Invidia, dass das Wort sehen, vedere schon drinsteckt. Ja? Also envie, Französisch, man kann das durchdeklinieren eigentlich in allen romanischen Sprachen. Ja? Das heißt, Neid und böser Blick sind eigentlich so eng miteinander verwandt, ja, dass man eigentlich fast diese Begriffe teilweise synonym verwendet. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt psychoanalytisch betrachtet, äußerst korrekt, ja, weil sozusagen es wird ja oftmals nicht der direkte Neid gefürchtet, der geäußert wird, weil davor kann ich mich schützen. Ja, wenn mir wer sagt, keine Ahnung, ich beneide deine wunderschöne Freundin, dann wäre ich dieses halt etwas vorsichtig sein zum Beispiel, ja, mit diesem Menschen, in Anwesenheit meiner Freundin zum Beispiel, oder mein Auto oder wie auch immer. Ja. Aber wo es wirklich gefährlich wird, und das ist halt interessant, und das kann man bis heute in Süditalien zum Beispiel, wo ich das halt erforscht habe, sehr beobachten, das Lob nämlich. Ja. Also übermäßiges Lob wird sehr scheel, sage ich jetzt mal, angesehen, ja, und gefürchtet, weil man eben psychoanalytisch korrekt, ja, hinter dem Lob den Neid befürchtet. Ja. Und das kann man bis heute erleben, dass zum Beispiel in Italien, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ja, bei uns ist das doch eher so, dass das so schnell wie möglich allen Freunden präsentiert wird und alle sagen dann, ach, das ist so süß und so toll. Aber das ist in Italien und in der Türkei und auch in den ganzen Mittelmeergesellschaften ist das ganz und gar nicht so, sondern da wird sehr darauf geachtet, auf diesen Moment, wenn man das Kind sozusagen das erste Mal diesen öffentlichen Blicken außerhalb des Oikos, des Hauses präsentiert. Warum? Ja, weil natürlich im traditionellen Kontext das Kind, ja, mit das wertvollste Gut war und auch natürlich durch seine Jugend, ja, das etwas sehr, sehr Verletzliches ist natürlich. Deswegen wurde da sehr darauf geachtet, das nicht vorzeitig herzuzeigen. Ja. Und Neid kann natürlich jetzt so im traditionellen Kontext, hat das auch eine ganz klassische Auswirkung, ist auf die Milchproduktion interessanterweise, kann man sich auch sagen, wieso. Ja. Aber ich meine, das war natürlich auch, also wenn eine Folge eines bösen Blicks, klassischerweise könnte sein, dass die Frau, die junge Mutter, keine Milch mehr produziert. Ja. Ich meine, heutzutage wäre das jetzt nicht so ein dramatisches Ereignis, ja, weil es ja Babynahrung gibt, aber früher, als es das nicht gab, war das natürlich eine existenzielle Bedrohung für das Kind, beziehungsweise auch oft interessanterweise auch Kühe. Ja. Also ganz viele Tiere können auch von einem bösen Blick betroffen werden und dann, wenn die Kuh keine Milch mehr gibt, kann das auch natürlich durchaus sehr, sehr dramatische Folgen haben. Ja. Also das wäre jetzt mal so der klassische Malocchio, den ich jetzt gerade geschildert habe, der immer eigentlich situationsbezogen basiert, also sprich in Situationen des Neids. Das heißt nicht, dass ich prinzipiell so ein neidischer Mensch bin oder dass ich prinzipiell einen bösen Blick habe, sondern in manchen Situationen, zack, schlägt er quasi zu. Ja. Und dann gibt es aber, und da können wir uns vielleicht noch etwas ausführlicher unterhalten, weil das wirklich sehr interessant ist. Es gibt aber gerade in Italien gibt es eine zweite Spielart des bösen Blicks und das nennt sich Jettatura. Ja. Und das stammt eigentlich originär aus Neapel und das wurde, kann man fast sagen, erfunden, nämlich von einem Nicola Valletta. Das war ein neapolitanischer Rechtsanwalt im 18. Jahrhundert. Und das ist der Glaube, dass sozusagen manche Personen, die man auch erkennen kann, an gewissen äußeren Kennzeichen oder auch an Verhaltensweisen, ist meistens der andere, das sind meistens interessanterweise gebildete Menschen, eben diese klassischen anderen, die natürlich dann auch unheimlich sind und die eben selbst nicht abergläubisch sind. Also die werden, oder es wird geglaubt, dass diese Jettatori, ja, immer, sozusagen von Geburt an bis an ihr Lebensende über diese Fähigkeit des bösen Blicks verfügen, ganz unabhängig von Neidsituationen. Und da gibt es unglaubliche Geschichten und bis heute. Ja. Und zum Beispiel Luigi Pirandello, der berühmte italienische Autor, hat das in einem Stück auch auf so eine halb lustige Art verarbeitet, das heißt La Patente, also auf Deutsch ist es einmal in den 50er Jahren übersetzt worden, das Diplom, glaube ich, heißt das. Und da gibt es übrigens auch eine ganz tolle filmische Umsetzung aus den 50er Jahren mit dem fantastischen, wird auch hier bekannt sein, neapolitanischen Schauspieler Totò, ja, der diesen Jettatore, ich zeige da noch ein Bild auch von ihm am Ende, der diesen Jettatore spielt. Und zwar geht es darum, dass ein Familienvater in Neapel, unbescholten und zwar eben sogar gut gebildet, ja, wird dies als Jettatore erkannt, ja, weil der immer so schwarz gekleidet ist und so ein bisschen unheimliche Ausstrahlung hat. Dann gibt es so
gewisse Eigenschaften wie zusammengewachsene Augenbrauen, ja, was man sich auch erklären kann, dass den Blick mehr fokussiert, oder auch sehr dicke Brillengläser, ist auch wieder so ein Klassiker, ja, wie so ein Brennglas. Ja. Der Blick wird dann noch gefährlicher, sozusagen durch die Fokussierung, durch das Augenglas. Ja. Und da gibt es sogar Erzählungen, dass manche Leute so einen krassen, bösen Blick hatten, dass die dauernd die Brillen wechseln mussten, weil die Brillen perforiert wurden, ja, durch ihre bösen Blicke. Also das kann echt unangenehm sein. Auf alle Fälle dieser Protagonist bei Pirandello, der denkt sich in bester neapolitanischer Manier, ich mache das Beste aus einer Misere. Ja? Und er möchte eben alle, sein ganzes Umfeld, denkt er ist komplett durchgedreht jetzt, ja? Aber er geht vor Gericht, ja? Und statt sozusagen die Leute zu klagen, was sie alle glauben, ja, die ihn diffamieren und die ihn verleumden, ja? Er sagt, nee, im Gegenteil, ich möchte ein offizielles Diplom als Jettatore. Ja, ich möchte sozusagen als Jettatore anerkannt werden. Und dann sagt der Richter, sind Sie total übergeschnappt, statt eben diese Übeltäter zu verklagen. Ich meine, und dann sagt er, nee, weil ich habe folgende Idee. Ja. Er stellt sich dann sozusagen vor Schmuckläden, ja, in Neapel, als Jettatore stellt er sich hin, und das reicht ja, er muss gar nicht viel tun. Ja. Das würde ja auch heute noch funktionieren, glaube ich. Ja. Er schaut einfach die potenziellen Kunden, schaut der Böse an, ja, und dann kommt der Geschäftsbesitzer raus, gibt ihm einen Obolus, und dann stellt er sich zum nächsten Geschäft der Konkurrenz. Und so macht er immer weiter und verdient so sein Geld. Ja? Also, und das ist lustig, ja, aber es ist auch tragisch zugleich. Und so kommt er eben auf beste neapolitanische Art sozusagen aus seinem Unglück wieder heraus. Ich werde jetzt vielleicht noch kurz vier Hauptthesen, die ich da in meiner Arbeit auch zum bösen Blick bringe, werde ich kurz thematisieren, und die sind alle so ein bisschen vielleicht polemisch formuliert, aber man kann ganz gut verstehen, was damit gemeint ist. Das erste sage ich eben, es gibt keine guten Blicke. Das ist jetzt natürlich polemisch formuliert, natürlich wäre naiv anzunehmen, dass es eben keine guten Blicke gibt, aber was meine ich damit? Ja? Das ist auch nicht meine Idee, sondern das hat Jacques Lacan, der für meine Arbeit auch sehr wichtig ist, dieser französische Psychoanalytiker, der hat das sich schon gefragt. Ja, wieso, und das ist wirklich eine Tatsache, wieso gibt es allüberall, in fast allen Kulturen, mit wenigen Ausnahmen, also es gibt manche Inuit-Eskimo-Kulturen und Subsahara-Kulturen, aber sonst gibt es das eigentlich fast weltweit, also wirklich von Finnland bis Sizilien, auch in Australien, also dieser Glaube an den bösen Blick, und der immer sehr ähnlich funktioniert. Man fragt sich, und wieso kann das sein, dass es eigentlich überall den bösen Blick gibt, aber nirgends eine Spur des guten Blicks. Ja? Und das ist eigentlich so ein bisschen die Ausgangsfrage auch meiner Arbeit. Ja? Also da können wir auch gerne darüber diskutieren, weil das stößt meistens ziemlich auf Widerspruch, aber es ist wirklich nicht meine Erfindung. Ja? Und man kann das untersuchen, und wenn wer eine Theorie des guten Blicks wirklich kennt, dann möge er mir das sagen, aber ich kenne keine. Und es gibt aber die Theorien, ja, also wie böse das Auge und wie unheimlich das ist, das gibt es natürlich in der Kunstgeschichte, im Film, in der Literatur, das ist Legion. Ja, da gibt es so viel, dass man gar nicht weiß, wo man da anfangen soll. Ja, das wäre das Erste. Und die zweite These wäre, dass der böse Blick kein Phänomen des Aberglaubens ist, ja, weil das ist ja auch oftmals so ein Vorurteil, und gerade für, also so ein Vortrag wie jetzt oder überhaupt sowas in Italien zu machen, wäre gar nicht so einfach, ja? Wie ich schon gesagt habe, weil einerseits der Glaube daran zu stark ist und andererseits wird aber als Schutzmechanismus wird immer so getan, als ob das eh so ein Aberglaube ist, und das sind eben immer die anderen. Ja? Also im Nachbardorf so wie Mafia, bei uns gibt es das nicht, das gibt es bei euch. Ja? Also es ist, wird als abergläubisches Phänomen abgetan, und ich glaube, dass das einfach deutlich zu kurz greift, ja? Weil wie vielleicht schon aus meinen Ausführungen hervorgeht, ist das eigentlich ein Thema, das uns alle betrifft, ja, diese Blickregime. Wie lange zum Beispiel, ja, ist es öffentlich zulässig, einen Menschen zu betrachten, um dann nicht als aggressiv wahrgenommen zu werden? Und da gibt es zum Beispiel auch bis in Offizierskreisen, ja, war es bis ins 20. Jahrhundert, auch in Deutschland, dieses Fixieren, also dieses zu starre Betrachten galt als Duellgrund sogar. Ja, also da ging es um Leben und Tod. Also das darf man nicht vergessen. Ja. Und so stechende Blicke, ich meine, das kennt jeder. Wie man das physiologisch erklären kann, weil wir ja wissen, seit der Entdeckung des Netzhautbildes bei Kepler, also Anfang des 17. Jahrhunderts, ja, wissen wir, natürlich physiologisch geht nichts vom Auge aus, aber trotz alledem wissen wir, dass der Blick und das Auge etwas macht mit dem anderen. Ja. Die dritte These wäre, dass dieser böse Blick oder der Malocchio eben ein Ausdruck der Spaltung zwischen Auge und Blick ist. Und das rekurriert wieder auf einerseits auf Sartre,
der ja in seinem philosophischen Hauptwerk L'être et le néant, also das Sein und das Nichts, da gibt es ja dieses berühmte Blickkapitel, das übrigens im Gegensatz zu dem restlichen Werk sehr lesenswert ist. Ja. Also das, nee, weil das kann man wirklich nicht empfehlen. Also es ist sicher interessant, aber es ist schon sehr theoretisierend. Und dieses Blickkapitel, das ist eigentlich wirklich toll und bis heute auch einflussreich. Ja. Und Sartre sagt ja, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, ja, diese unterscheiden das sozusagen, oder auch, man kann es jetzt psychoanalytisch sagen, also das Auge wäre jetzt einfach immer das organisch festgelegte Bewusste, ja, und der Blick wäre jetzt lakonianisch gesagt das Reale, ja, oder das Unbewusste, das sozusagen diese unheimliche Präsenz hat. Und das Interessante ist ja, dass der Blick völlig unabhängig auch von einem Auge funktionieren kann. Das sagt eben auch Sartre. Sartre bringt das Beispiel, dass man zum Beispiel, wenn man allein spazieren geht, abends im Wald, ja, und man hört das Knacken von Zweigen oder das Rascheln von Blättern, ja, man dreht sich um und man hat das Gefühl, oder auch wenn man sich nicht, man hat das Gefühl, erblickt zu sein, ja, obwohl es eigentlich ein Rascheln ist, und es kann ja auch ein Tier sein. Also zum Beispiel, oder was Žižek dann sehr, sehr schön herausstellt, ja, in den Hitchcock-Filmen, also die Vögel zum Beispiel, sehr bekannt, oder auch im Psycho, diese nächtlich erleuchteten Häuser, ja, wo auch eigentlich dann die Fenster wiederum wie Blicke wirken, ja, oder diese berühmten Ozellen, also die auch im Tierreich, Pfauenauge, ja, sagt der Name, oder auf Pfau, ja, also diese augenähnlichen Abbildungen, ja, die haben ja auch eine ganz starke apotopäische Wirkung. Also, was übrigens, habe ich jetzt gelesen, unlängst sogar von Wildschützern in der afrikanischen Savanne eingesetzt wird, das ist wirklich kein Witz, das ging durch alle Medien vor etwa einem Monat, und zwar haben die Tests gemacht auf das Hinterteil von den Rindern, die dort halt in der Savanne wild leben, ja, zwei große Augen hinten aufzumalen, um die Löwen abzuschrecken. Und das funktioniert anscheinend sehr, sehr gut. Ja. Also das wäre so die Theorie. Und wenn man da mal diese Differenz hat, ja, zwischen dem Auge, das auch sozusagen, man kann es ja auch so erklären, wie hier jetzt. Ja. Ich habe zwei Augen und ich kann immer nur in eine Richtung blicken, aber ich fühle mich hier von euch sozusagen oder von ihren Blicken, ja, bin ich natürlich immer schon von unendlich oder von potenziell unendlich vielen Blicken erfasst. Oder die Situation des Schauspielers ist natürlich auch klar. Er hat einen Blick, ist aber erblickt von unzähligen Blicken. Und die vierte und eigentlich wichtigste These, die auch wieder auf Lacan rekurriert, ist, dass eben der böse Blick ist immer der Blick des anderen. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist eigentlich von entscheidender Bedeutung. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Subjekt unterliegt ja natürlich auch immer dem anderen Blick, und das ist ja auch ganz logisch und überlebensnotwendig, ja, weil wenn wir den Blick des anderen nicht haben, dann, und nicht einmal einen Spiegel, wenn wir uns vorstellen, wir wären irgendwo im Wald geboren und hätten nicht einmal wie Narziss eine Spiegel, also eine Quelle, um uns darin zu spiegeln, dann hätten wir überhaupt kein Selbstbild. Also wir würden unseren Körper ja, wie Lacan schreibt, als corps morcelé, also als zerstückelten Körper, wann in diesem Test kann jeder machen. Also wir können ja wirklich nur einen Bruchteil unseres Körpers selbst wahrnehmen. Also alles, was am Rücken ist, ja, werden wir niemals sehen. Ja. Das ist ein banaler, aber zugleich irgendwie faszinierend, ich finde auch unheimlicher Gedanke. Also was sich am Rücken abspielt oder am Hinterkopf, oder also eigentlich die Hälfte des Körpers, das ist uns nur durch den Blick des anderen, durch Beschreibungen, ja, oder durch Spiegelphänomene oder durch Bilder zugänglich, aber nicht durch unsere eigene Erfahrung. Also das zeigt ja eigentlich auch schon, wie von welch entscheidender Bedeutung dieser Blick des anderen ist. Und auf der anderen Seite, und da kommt aber dieser böse Blick wieder ins Spiel, auf der anderen Seite ist dieser Blick des anderen natürlich total bedrohlich, ja, weil er natürlich in jedem Moment unser Subjekt oder wie wir, also wie ich mein Subjekt empfinde, in Frage stellt. Ja. Und da kann ich vielleicht abschließend auch nochmal auf Pirandello kurz zurückkommen, weil der das in seinem Roman, der vielleicht auch bekannt ist, der gibt es auch in guter deutscher Übersetzung, auf Deutsch heißt er Einer, Keiner, Hunderttausend, auf Italienisch Uno, Nessuno e Centomila. Ja. Also da sieht man schon vom Titel eigentlich, worum es geht. Und dieser Protagonist, Angelo Moscarda heißt er, der ausgehend von der Feststellung seiner Frau, ja, dass seine Nase sich in eine bestimmte Richtung leicht neigt, ja, das war ihm bislang nicht bewusst. Ja. Und diese kleine Beobachtung seiner Frau, die wirft ihn komplett aus der Bahn, weil er einfach dadurch merkt, mein Eigenbild sozusagen entspricht nicht dem Fremdbild. Er hat das nicht angenommen. Ja. Und ausgehend davon verfällt er immer mehr in Aporien, ja, der Selbstwahrnehmung, der Fremdwahrnehmung, und darauf rekurriert eben der Titel, eben bin ich einer, ja, wie es ihm immer schwerer oder seltener gelingt, sich wahrzunehmen, was ja die gesunde Position wäre,
oder bin ich nicht vielmehr 100.000? Ja, also ich würde sagen, was die Position des psychotischen Subjekts wäre. Also er löst sich quasi in diesen potenziell unzähligen Blicken, ja, die dauernd auf ihn eintreffen, auf, ja, und weiß gar nicht mehr, wer er ist. Oder bin ich eben keiner? Ja, wo ich sagen würde, das wäre vielleicht die Position des neurotischen Subjekts, also dass sich sozusagen aufgrund dieses Übermaßes der Blicke auf sich selbst zurückzieht und diesen Blick des anderen dann einfach komplett ablehnt. Ja. Und im Endeffekt wird er dann verrückt, ja, und findet eigentlich sein Heil in so einer Nervenanstalt. Und übrigens, es gibt von Beckett einen relativ unbekannten Roman, Murphy, ja, da gibt es eine ganz parallele Geschichte, ja, dass einer auch entdeckt, der Protagonist, die Kraft seines Auges, und der dann in der Psychiatrie sozusagen diese Augenkraft einsetzt. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit ist, ich würde noch ein paar Bilder zeigen. Ja? Ja. Und das wäre so abschließend eben, so haben wir jetzt zu dem diskursiven Teil gesagt, was so meine Idee des bösen Blicks ist. Also ich würde eben sehr plädieren dafür, das nicht als ein Aberglauben anzusehen und schon gar nicht als ein Aberglauben von irgendwelchen primitiven Völkern. Ja? Der ist ja übrigens auch in allen drei großen Mittelmeerreligionen verbreitet, also gleichermaßen im Christlichen als auch im Muslimischen und im Jüdischen. Ja? Also gerade im Jüdischen ist es sehr stark auch. Es gibt zum Beispiel so lustige Geschichten, zum Beispiel von Rabbi Amora, der meinte, ja, 99% der Todesfälle stammen vom bösen Blick und das restliche Prozent von der Nachlässigkeit, ja, der Schutzmaßnahmen gegen den bösen Blick. Ja. Also, oder Rabbi Ben Yochai, der auch ein bekannter Rabbi, der war jahrelang mit seinem Sohn, glaube ich, in einer Höhle, hat er sich zurückgezogen, um Studien, einfach religiöse Studien zu betreiben. Und als der wieder rauskam, hat sich sein Blick auch so verfinstert und seine Augenbrauen, was wir schon gehört haben, ist sehr gefährlich natürlich, die waren so schwer, dass er sie nur noch mit einer Schminkzange aufheben konnte. Wenn er aber das getan hat, ja, hat sein Blick alles zerstört, also ganze Städte in Schutt und Asche gelegt. Also da sieht man auch schon, dass das ziemlich heftig ist. Und das, ich würde sagen, eben als Fazit eben, sollten wir vielleicht diesen bösen Blick als eben, wie man heute sagt, als eine Kulturtechnik begreifen und die und schauen, was bedeutet das für uns. Und meine Theorie ist, dass wir eben durch diesen Blick des anderen, ja, der auch ein böser Blick sein kann, können wir sozusagen über unser Subjekt durchaus sehr viel lernen, ja, und zwar über unsere unbewussten Motivationen, ja, die uns vielleicht nicht so lieb sind, aber die nichtsdestotrotz auch vorhanden sind. Wenn ich es jetzt schaffe, würde ich jetzt einfach noch ein paar Bilder relativ wahllos zeigen, die aber anhand derer man vielleicht nochmal das eine oder andere... So, da müssen wir jetzt nur ein Vollbild machen. Wissen Sie, wo geht das, bei Image oder... Bei View. Bei View? Okay. Full Screen, okay, genau. So, perfekt. Also das ist ja auch schon... Ja, das Cover des Buches, weil ich das irgendwie wirklich, wirklich sehr beeindruckend fand. Und das ist ein griechisches Mosaik aus Antiochia, also heutiges Antakya in der Türkei. Und man sieht hier ein Auge natürlich, ja, das von verschiedensten Tieren oder Gegenständen angegriffen wird. Also eben so ein Rabe, ein Dreizack, ein Schwert, dann ein Skorpion, eine Schlange natürlich, das habe ich jetzt nicht erwähnt, die als Phallus-Motiv bei Excellence natürlich eine Sonderrolle spielt, ein Wolf, ja, und so weiter. Und das Interessanteste ist aber, dass dieser Faun, ja, oder dieser Gnom, man sieht das, dieses komische Gerät, das ist übrigens sein Phallus, ja, etiphallisch dargestellt, den er sozusagen nach hinten gegen dieses Auge streckt. Ja, und man kann sich fragen, warum, wieso wendet er sich ab? Und vorne spielt er so seine Bahnflöte weiter, als ob nichts wäre. Ja. Und das ist natürlich auch wieder absolut korrekt beobachtet, weil er natürlich diesem bösen Auge entgehen möchte. Ja. Deswegen wendet er sich ab, ja, streckt aber seinen Phallus zur Abwehr gegen dieses Auge. Und dann steht oben noch, ich kann leider kein Altgriechisch, aber Kaisu soll das heißen. Das heißt, glaube ich, auch du. Ja. Also auch du erleidest diesen bösen... Oder? Stimmt das? Ja, genau. Genau. Und das ist natürlich auch ganz klar. Also niemand ist gefeit, ja, vor diesem bösen Blick. Auch du wirst ihn einstmals erleiden. Ja. Das ist bis heute auf jeder 1-Dollar-Note oben, also das Auge der Vorsehung oder das Auge Gottes, ja. Was natürlich auch wieder sagen könnte, wieso böser Blick, ja. Weil das hat natürlich auch in den katholischen Kirchen zwei ganz massive Bedeutungen. Also einerseits natürlich dieser Schutz, ja, also Gott bewacht dich und beschützt dich, aber das Zweite und noch viel wichtiger, und da
geht es auch in das aktuelle Thema wieder, ist die Überwachung. Ja? Also das natürlich, Gott sieht alles, noch das Allergeheimste, was du machst. Ja? Und das ist zum Beispiel jetzt, hat mir meine Mutter geschickt, ja, das ist aus einer kleinen Tiroler Bergkirche, was irgendwie sehr interessant ist, weil das Auge da so anthropomorph dargestellt ist und das auch ein Deckenfresko zu sein scheint, weil normalerweise sind diese Augen Gottes immer sehr zentral oberhalb des Hauptaltares. Also wirklich wie, wo man so eine Überwachungskamera installieren würde, dass wirklich wie Big Brother is watching you, ja, die gesamte Kirchengemeinde eigentlich erfasst. Ja. Und das ist meines Wissens sogar die ursprüngliche Fassung der Erklärung der Menschenrechte wieder oben mit diesem Auge. Ja. Also ist ja ganz klar, ja, bitte befolgt diese Menschenrechte, weil ihr seid unter diesem Blick. Ja. Wenn nicht, dann werdet ihr sanktioniert. Ja. Das ist ein sehr schönes Beispiel, außen an der Fassade des Aachener Doms ist das, glaube ich. Und das ist ja wirklich nicht gestellt, und das gab es ja damals einen Skandal, als Berlusconi eben noch Ministerpräsident war, und das ist, glaube ich, 2004. Und er hat wirklich, und das war bei einem Ministertreffen, und das hat er, glaube ich, vor dem damaligen spanischen Ministerpräsident dieses Zeichen gemacht. Ja? Also das... Nur bei Berlusconi natürlich weiß man, der kommt aus der italienischen Tradition, also der weiß schon um die Bedeutung dieser obszönen Geste auch. Ja. Und das ist auch wieder aus einer Tiroler Kirche ein sehr schönes Beispiel, ja, weil man sieht, wie anthropomorph diese Augendarstellung ist. Das ist von Nicolas Claude Ledoux, ja, dieses berühmte Coup d'œil dans le théâtre de Besançon. Und da kann man auch ein bisschen sehr schön sehen, diese Differenz zwischen Auge und Blick. Ja, weil im Endeffekt ist das ja eigentlich wie die Position des Schauspielers. Ja, weil man sieht in diesem Auge, also beziehungsweise in der Pupille, deswegen Pupilla heißt der Püppchen, ja, also weil sich da eben der andere wiederum, ja, eben der Blick des anderen als kleine Puppe widerspiegelt. Und hier spiegelt sich halt der Zuschauersaal, ja, wieder. Und so kann man auch sehen, dieser einzelne Blick, aber sozusagen dieses Panoptische des Zuschauersaales, das auf dieses Auge trifft. Das ist nur einfach, finde ich, ein toller Effekt von, der ist nicht so bekannt, also Johnny Craig heißt der, so ein, also vor allem Modefotograf. Und das kennen Sie wahrscheinlich auch, das ist ja ganz bekannt von Holbein, die Gesandten eben, dieses Bild, was auf das Jacques Lacan unter anderem sehr stark eingeht, und zwar natürlich wegen diesem anamorphotisch verzerrten Totenschädel, der eben, also mir ist es noch nie wirklich gelungen, aber aus einem bestimmten Blickwinkel sollte der eben als richtiger Totenschädel zu erkennen sein. Ja. Und interessant übrigens, was ich nicht wusste, ist auch, wenn man genau schaut, das zweite ist reale, so lakonianisch gesprochen, in diesem Bild ist das nämlich eine Seite der Laute ist geborsten. Ja. Das ist auch sehr interessant. Also das ist aber, ich glaube nicht, dass es das ein Zufall ist, aber das, wenn man das Bild genau ansieht, dann kann man das auch betrachten. Und das ist eine Darstellung der Invidia. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, Invidia, Neid, ja, und das war so präsent, dass es gab auch die Göttin des Neids natürlich, ja, die eben wie hier, Giotto ist das in der Cappella degli Scroveni in Padua, die Darstellung der Invidia, und die wurde, wie man sieht, meistens als alte Frau dargestellt, auch logisch, ja, weil warum, was neidet die alte Frau? Natürlich die Fruchtbarkeit. Ja, also, und deswegen hat die sozusagen am stärksten diesen bösen Blick, und wie man sieht, die phallische Schlange tritt aus ihrem Mund aus und richtet sich sozusagen direkt wieder similibus curentur gegen ihren auch wiederum phallisch neidischen Blick. Also das ist eigentlich eine sehr interessante Darstellung. Oder man kann auch daran denken, die Strafe, ja, bei der Neidischen in der göttlichen Komödie, La Divina Commedia von Dante, also vielleicht wissen Sie das, welche Strafe die erleiden mussten, nämlich deren Augenlider wurden zugenäht, ganz einfach. Ja. Also dass sie eben einfach diesen neidischen Blick nicht mehr senden konnten. Hier Busch, ja, der hat sich natürlich auch das nicht entgehen lassen, immer wieder mit dieser Geste sich zu brüsten. Ja. Und das sind jetzt sehr schön, und das habe ich noch nicht erklärt, das sind die Mano Fica, nennt man das. Also, was schon auch wieder obszön ist, weil jetzt die weibliche entsprechen, weil Fica ist ja auch also nicht die Feige, sondern eben also das weibliche Geschlecht. Ja. Und das symbolisiert ja eigentlich so ein Coitus und wird eher so also von den Frauen verwendet, so im klassischen italienischen Kontext. Ja. Und man sieht hier, dass es da einfach ganz kunstvolle Amulette gab. Ja. Das ist zum Beispiel aus Brasilien, aus dem 19. Jahrhundert, ein Ebenholz-Amulett, auch mit einer schönen Mano Fica. Oder hier auch ein italienisches aus dem 16. Jahrhundert, sogar aus echten Korallen. Also so,
so kunstvoll sind die eigentlich normalerweise gearbeitet. Und das ist ja auch ganz bekannt, diese sogenannte Medusa Rondanini. Also auf Medusa bin ich ja nur ganz kurz eingegangen, die ja eigentlich die paradigmatische Figur mit dem bösen Blick ist. Ja. Und Perseus konnte sie ja nur durch einen Kunstgriff töten, indem er sozusagen mit seinem Schild ja, ihren tödlichen Blick auf sich selbst zurückgespiegelt hat. Ja. Und durch, ich nenne das Autofaszination, also durch, wie übrigens wie Narzisse auch, also durch ihren eigenen Blick hat sie sich dann eben selbst getötet. Und warum Medusa Rondanini? Das ist halt sehr interessant, weil Goethe darauf sehr stark auch Bezug genommen hat, weil man sieht das ja, das ist eigentlich die erste Medusa-Darstellung, ich zeige dann noch andere, die lieblich dargestellt wurde. Also Goethe schreibt fast so einen erotischen Reiz, ja, hat diese Medusa Rondanini. Und das war halt eigentlich interessant, diese Diskrepanz. Und die wurde übrigens dann von Gianni Versace als Firmenlogo aufgenommen. Bis heute hat Versace die Medusa als Logo oder auch die Medusa-Distribuzione. Das ist eigentlich eine der größten italienischen Filmvertriebsgesellschaften. Die hat auch die Medusa als Logo, was auch genial ist, ja, weil die flimmert vor jedem Film, hat man diese große Medusa auf der Leinwand. Also so, man ist dann quasi gleich schon kann geschützt sozusagen sich das Kinoerlebnis gönnen. Das ist die ganz berühmte Darstellung, ich finde eine der tollsten von Caravaggio. Es ist deswegen toll, weil das auf einem Schild gemalt ist, ja, der wirklich teilweise eigentlich bewusst war. Also es ist das Bild, nicht nur ein tolles Bild, sondern zugleich so ein Apotopaion. Also quasi kann man selbst eben als Amulett dann verwenden. Und das ist die Darstellung von Medusa-Darstellung von Rubens, wo natürlich sofort auch die Präsenz der Augen ja, auffällt. Und das ist wiederum Caravaggio, und zwar Narziss, ja, der sich ja auch in einem Prozess der Autofaszination selbst spiegelt, ja, anstatt sozusagen die Liebe der Nymphe Echo zu erwidern und dann natürlich auch an dieser dauernden Selbstbespiegelung stirbt. Und das ist eine sehr süße Narziss-Darstellung, weil man sieht dann unten aus Pompeji, ja, wie sich da, man erkennt es hier, ja. Also spiegelt er sich quasi hier unten wieder. Und das ist Jacques Offenbach, der deutsche Komponist, ja, und der wurde eben in Frankreich, wir haben jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr, aber der wurde in Frankreich als ein gefürchteter Jettatore angesehen. Und das ist echt, das wäre ein eigener Vortrag eigentlich, diese Jettatura. Und da meine Theorie als Deutscher und als Jude natürlich auch, ja, in Frankreich hat er sich sehr viele Feinde gemacht, ja, und war also wirklich gefürchtet. Ja, und da gab es so eine Privatfehde zwischen ihm und Théophile Gautier, der wiederum aber in Italien auch war und ein großes Buch über die Jettatura geschrieben hat. Oder Heinrich Heine, das gleiche auch deutscher Jude in Frankreich, auch wurde zum Beispiel von Vincenzo Bellini, von dem sizilianischen Opernkomponisten, als Jettatore gefürchtet. Ja. Und also gibt es wirklich sehr krass Geschichten, das nur kurz, dass halt diese Phallus-Kult, auch das zum Beispiel Thailand gibt es das. Das ist von La Fin d'un Monstre, also das Ende eines Monsters von Picasso, und da sieht man wieder dieses Autofaszinationsding, also wie Medusa, ja, also sie hält diesen Monster, diesen Spiegel vor, und dieses Monster stirbt sozusagen dann durch seinen eigenen bösen Blick. Oh, da wäre ein Bild wär noch gewesen, aber na gut, also das ist einfach so eine Faun-Darstellung wieder aus dem Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Und das ist noch sehr schön, das ist aus der Picardie auch eine antike kleine Figurine, und man sieht, die konnte man halt sozusagen, ohne dass man so ein obszönes Teil hat, ja. Rechts ist die normale Position, man konnte aber diese Kapuze abziehen, und dann hatte man eben diesen Phallus. Ja. Also man wusste als Besitzer, man ist geschützt, ja, die anderen müssen das ja nicht unbedingt wissen. Ja. Also, das ist auch ganz bekannt, kennen Sie wahrscheinlich aus Pompeji, so eine Priapus-Darstellung. Und das ist wieder ein Auge Gottes aus dem orthodoxen Kontext, diesmal aus Rumänien. Hier sieht man auch noch eins an der Außenfassade. Ich bin gleich fertig. Ja. Und das sind sogenannte Tintinabula, also Tintinabulum, weil das Tintinare, das ist onomatopoetisch. Also das waren antike Amulette, die auch schon Kindern umgehängt wurden. Und da diese Glöckchen haben natürlich noch zusätzlich also für akustische Reize gesorgt. Hier auch wieder so ein Beispiel. Und immer fallen halt diese übergroßen Phallus-Darstellungen auf. Ja. Und das ist jetzt eben dieser Totò, der diesen Jettatore spielt, ja, in diesem Film La Patente eben. Und da sieht man schon, also wie man sich so eine Jettatore vorzustellen hat. Ja, und dieser Blick, der natürlich dann gefürchtet wird. Und das ist jetzt, glaube ich, das Letzte einfach von Unica Zürn. Wie man sieht, wie sie einfach ganz, ganz viele Augen eigentlich zu einem Kopf verarbeitet hat und das so eine unheimliche Wirkung.
erzeugt. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, ich bitte jetzt noch mal um die Finger, damit ich da auch niemandem Unrecht tue. Oh Gott, wie soll ich das immer so gut gehen? Susan, Sie fangen einfach an. Bitte kurze Fragen und kurze Antworten. Ja, ich werde mich bemühen. Gut, ich mache es sehr kurz. Herzlichen Dank. Zwei Fragen. Im arabischen Raum und auch in Israel, aber offensichtlich auch in einige Ihrer Bilder, benutzt man zum Schutz vor dem bösen Augen tatsächlich ein Auge. Genau. Also dieses Hand mit einem Auge, was ganz anders ist als das, was Sie uns aus... Ich trage das übrigens hier selbst, also so eine Hamsa oder... Ich hab drei in meiner Wohnung, ja. aber das ist dann die Frage, warum die Schutzmechanismen, die Sie uns aus Sizilien gezeigt haben, gar nichts von den Augen eigentlich haben. Also gibt es eine Theorie, warum man ein Auge benutzt, um vor dem bösen Blick zu schützen? Die zweite Frage, mich interessiert sehr der Neid. Wir haben auch vor Jahren hier eine Tagung zum Neid gemacht, wo wir das Giotto-Bild genommen haben. Gibt es in Ihre Recherchen, also aus der Antike oder wo auch immer, Hinweise auf diese Verbindung zwischen Neid und bösen Blick, oder müsste man ein psychologisches Zeitalter dafür warten? Also ich fange gleich mit der zweiten Frage an. Wie ich schon gesagt habe, also eigentlich ist das ja synonym, Neid und böser Blick. Ja, weil es steht ja schon in Vedere. Also das ist früher, also ich weiß zum Beispiel, fällt mir jetzt ein, On Envy zum Beispiel von Francis Bacon, von dem Philosophen, auch aus Anfang 17. Jahrhundert, glaube ich, also schreibt ganz genau über diese Funktion des Neids, ja, oder die Funktion bei Dante ist ja auch... Also, ja, und was sagt der? Wie ist das mit dem Naja, genau, dass wir eben, also immer wenn es um den Neid geht, wird der über die Augen geäußert. Ich meine, das kann ja auch gar nicht anders sein, ja, weil natürlich, was beneiden wir, das, was in unser Blickfeld gerät. Ja, und das war immer direkt mit dem Auge verbunden. Also immer, also jede Quelle, die ich... Es könnte mit den Ohren, es könnte mit den Mund... Ja, aber wie soll man über die Ohren Neid äußern? Das ist ja schwierig. Man hört irgendein Gerücht, dass sein Feind groß Erfolg. Also kenne ich jetzt nicht, aber um Ihre Frage zu beantworten, also immer wenn der Neid vorgekommen ist, dann ist es mit dem Blick assoziiert. Also. Und das Zweite mit den Augen, da bin ich sehr dankbar für den Hinweis, das ist ja auch eigentlich, habe ich jetzt nicht so klar erwähnt, Sie haben recht, das ist in Sizilien tatsächlich selten. Ganz berühmt ist es natürlich auch in der Türkei, kennt man ja auch hier in Berlin, in den türkischen Läden, diese blauen Augen. Ja. Also das ist auch wieder dieses Similia similibus curantur, also das alte Prinzip, Gleiches mit Gleichem bekämpft. Ja. Also einfach das, oder sozusagen das böse Auge wird mit einem guten Auge bekämpft, oder beziehungsweise mit einem noch böseren. Ja. Also das wäre so der Mechanismus. Ja. Gut, als nächstes habe ich Peter. Bitte, warten Sie auf das Mic. So briefly, the first eyes you see when you're born are those of your mother, and those in almost all cases would be benevolent. And I'm wondering about the difference between the eye, the eyes, the face, and looking, because lots of those other things, not just single eyes, which can be protective, but eyes and looking are often benevolent. Mm-hmm. There's lots more, I'm just saying that one thing now. I'm not sure that I acoustically didn't. Okay. Okay. My accent is incomprehensible. No, I love your accent. I already loved your discourse, not only because of your accent, but your accent is perfect. Acoustically, I didn't get it totally well. But as I said, for sure there are a lot of examples of good eyes and good gazes. And for example, as you mentioned, the loving gaze of the mother to the child. Yeah? And but we should examine this one by one, but there is no theory of this good gaze. Yeah? And, there is a theory of cooperative gaze. I mean, there is a substantial theory of cooperative gaze. Es gibt eine substanzielle Literatur über blickgesteuerte Kooperation und soziale Interaktion.
Ja, aber das würde ich jetzt nicht als in der Theorie als des guten Klicks bezeichnen, beziehungsweise als Gegensatz. Ja, meine Frage ist ja einfach sozusagen, wieso gibt es diese Tendenz, ja, des Blicks oder des Auges zum Negativen? Und das scheint ja unbestritten zu sein, weil das zieht sich ja durch, also seit der Antike. Gut. Ich habe Herrn Saarberg, ist das richtig? Ja. Sie hat sich gemeldet. Ne? Es war so viel, dass ich das gar nicht alles so schnell registrieren kann. Ja, vielen Dank. Ein toller Vortrag. Ich erkläre Sie zum Freund der Blinden aus zwei. Erstmal haben Sie mir ein bisschen erklärt, sich und euch alle hier im Raum erklärt, was mir vorher nicht so klar war. Und dann haben Sie das so schön geschildert, dass ich in meinem imaginären Auge alles sehen konnte. Ja, vielen Dank. Und Frage, gibt es denn aber auch sowas wie ein böses Ohr? Weil ich von meiner sozusagen Sozialerfahrung her, ist ja auch sehr gefährlich, wenn man von jemandem belauscht wird. Und da werden ja auch Dinge dann offenkundig, die mir unangenehm sein können. Gibt es sowas wie ein böses Ohr? Also ist mir absolut nicht bekannt. Ja, aber was es gibt, ist, es gibt eine böse Zunge auch. Ja. Malalingua heißt das auch. Ja. Und das wird aber meistens unter dem bösen Blick subsumiert. Ja. Also diese Phänomene der bösen Zunge. Aber ein böses Ohr ist mir dem Sinn nicht bekannt, weil eben auch das Hören, ja, hat ja nicht dieses Aktive. Ja? Also das ist ja das, weil wie soll ich mit dem Gehör irgendwen anderen beeinflussen? Also das muss wohl über die Sprache bzw. über den Blick funktionieren. Ja? Gut, dann Sie, ja, Sie sind jetzt dran. Also mich interessiert an Ihrem Vortrag nicht so sehr das Böse am Blick, sondern ja, offensichtlich von allen sehr genau reflektiert die Macht des Blickes. Und ich wollte nur anfügen, ich kann leider jetzt keinen Namen nennen, aber mir sind klinische Psychologen bekannt, die in der Krebstherapie oder in der Therapie von Fettsüchtigen Visualisierungstechniken anwenden. Das heißt, die bitten die Patienten in einer Art autogenen Training, sich irgendein Bild vorzustellen für diese Krankheit, für diesen Krebs oder für die Fettsucht und das möglichst sehr anschaulich zu machen, also nicht abstrakt, sondern sehr anschaulich. Und dann gehen die Übungen dahin, dieses Bild vor Augen zerfallen zu lassen. Okay. Und die haben also in diesen, also wo diese Visualisierungen gelingen, haben die unglaublich höhere Überlebensrate, Heilungsrate oder zumindest noch längere Lebensdauer, als wo solche Visualisierungstechniken nicht gemacht werden. Also das finde ich das Interessante. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht noch... Das höre ich zum ersten Mal, aber das wäre ja auch ein weiterer Beweis jetzt einfach für diese Macht, ja, des Blicks auch. Ja. Und darum geht es. Und ich bin auch dankbar für das, dass Sie sagen, das Böse hat mich am wenigsten drin, weil es geht mir auch so. Meistens kommt dann immer, wieso das Böse, ja, und wieso nicht gut. Ich finde das gar nicht so interessant. Deswegen sage ich auch, das Begehrliche, ja, um diesem Diskurs, dieser Dichotomie ein bisschen zu entgehen. Ja. Also es ist einfach dieses Begehrliche, das wir transportieren, das ist eigentlich das Interessante. Und dann kann man auch solche Blickvorstellungen können einem auch absolut helfen, natürlich im medizinischen Kontext auch. Ja. So, ich habe jetzt die Rednerliste, also die Frage Rednerliste geschlossen. Dominik Bonfilio und Mischa Garbovic sind noch meine letzten. Also es scheint mir so, als ob die meisten Bilder, die man sieht bei Facebook oder bei Instagram, sie zielen darauf ab, Neid zu erzeugen. Das Problem ist nur, dass die Leute, die diese Bilder anschauen, sind nicht in der Lage, dem tatsächlich einen bösen Blick zu werfen. Mhm. Sehen Sie da, ich meine, gerade weil Leute im Netz sozusagen geschützt sind von dem bösen Blick, also kann man quasi dem Neid freien Lauf geben. Absolut. Oder nicht Neid, sondern einfach diesen Neid-Effekt. Ja, irgendwie. Also, absolut, absolut. Ja. Also ich sehe das genauso, ich bin sehr dankbar für den Hinweis. Also ich bin selbst nicht mal bei Facebook, geschweige denn bei Instagram, weil ich das sehr dubios finde, unter anderem auch aus diesen Gründen. Und gerade Instagram ist ja, da wäre ich absolut bei dir. Ja. Das ist eine Neidkreationsmaschine im Endeffekt. Ja. Also darzustellen, wie toll bin ich, und auch diese ganze Selfie-Sache, da könnte man ja auch wieder diskutieren. Das ist ja durch diese Selfie-Manie, ja, ist ja ein Narzissmus auch nochmal so salonfähig geworden. Und jeder brüstet sich eigentlich mit diesem unglaublichen Narzissmus, ja. Also mit dieser dauernden Selbstbespiegelung. Ja. Also das ist mir total dubios. Ja. Und deswegen funktioniert das eigentlich perfekt, würde ich absolut unterstreichen, weil der Neid dann da nicht sanktioniert wird. Ich würde noch weitergehen, dass sogar auch der Fernseher oder jetzt neuerdings das Smartphone, das ist ja, funktioniert ja eigentlich auch wie ein böses Auge. Ja. Also diese Faszination, und man sieht es ja in der U-Bahn überall,
dauernd sind die Augen auf dieses Mini-Gerät gerichtet. Ja. Es scheint eine riesen Faszinationskraft zu haben. Ja. Ich möchte nochmal zum guten Blick zurückkehren. Mhm. Wenn man jetzt diese psychoanalytische Interpretation weiterdenken würde, könnte man sagen, es ist ja eigentlich kein böser Blick, von dem wir sprechen, sondern es ist ein aktiver Blick, ja, genau, ein penetrierender Blick, der für den, von dem er ausgeht, ja durchaus positiv sein kann, also gut sein kann, weil er einen bestimmten Effekt erreicht. Genau. Und das heißt, die Frage ist gar nicht, warum gibt es keinen guten Blick, sondern was wäre denn sozusagen das Pendant dazu? Mhm. Und da könnte man jetzt mit Wolfgang Einhäuser von heute Morgen sagen, naja, in dieser sozusagen phallozentrischen Kultur, die von der männlichen Erregung dominiert ist, ist es ja das erweiterte weibliche Auge, das sozusagen positiv besetzt ist. Und das ist ja, da wird ja nicht als aktiv gesehen, sondern als das zu Penetrierende. Und das hieße dann praktisch in dieser kulturellen Konfiguration gibt es den guten Blick, nur der gute Blick ist passiv, während der böse Blick aktiv ist. Und dann braucht man gar nicht mehr weiterzusuchen. Ja, könnte man auch so sagen. Ich meine, das kann man ja am Auge auch festmachen. Das Auge an sich hat ja auch schon diese Ambivalenz. Der Augapfel an sich, ja, wie ich vorhin erzählt habe, hat ja dieses Phallische, aber das Auge an sich als Form erinnert natürlich an das weibliche Geschlecht und wurde ja auch in der Kunstgeschichte als solches dargestellt. Also schon im Auge an sich hat man diese Differenz drin. Und ich würde aber davor warnen, dieses Phallische als eben eine männlich-phallozentrische Sache zu sehen, sondern ich denke, das ist einfach auch im Fruchtbarkeits- Kult gibt es ja auch diese ganzen Phallus-Darstellungen. Also, und das gilt ja sowohl für Männer als auch für Frauen. Ja. Und ich denke mir, man kann ja den Test machen, wenn man einen nackten Mann präsentiert, ja, und dessen Glied zudem erregiert ist. Ja. Ich glaube, das ist ganz egal, ob sie ein Mann oder Frau sind oder homo- oder heterosexuell. Sie werden wahrscheinlich zuerst auf diesen erregierten Penis schauen. Ja. Und das ist diese Idee. So erkläre ich mir das, warum diese meisten Amulette phallisch sind. Also geht es nicht darum zu sagen, der Phallus ist so toll und ich bin ein Mann, sondern das zieht einfach die Blicke an. Ja? Und das zieht die Blicke an und dazu, wirklich, so kann man es direkt vorstellen. Und der Blick geht auf diesen Phallus, ja? Auf den echten oder auf den supponierten durch das Amulett und eben weg von dem Träger. Ja? Gut, ich denke, wir könnten noch sehr lange weiter diskutieren, noch ganz viele neue Aspekte ins Spiel bringen. Es ist ein bisschen schade, dass wir so wenig Zeit haben, aber andererseits, wir sind schon weit hinterher. Ich danke Ihnen ganz herzlich noch einmal und danke Ihnen auch für Ihre Fragen. Ganz kurz noch ein Hinweis, ob wir es nun genau zu um 3, also zu 15 Uhr zur nächsten Nachmittagssitzung schaffen, weiß ich nicht, aber wir bemühen uns. Ja, haben Sie Nachsicht, falls wir ein bisschen später sind. Vielen Dank nochmal.